Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, wo wir uns heute um Öl kümmern müssen, denn die beiden Ölfelder, die wir angeschlossen haben, ja, da kommt nicht mehr so viel raus. Und wir wollen hier das Ölfeld da oben noch anzapfen. Dafür müssen wir die Eisenbahnlinie hier unten verlängern. Wie sieht es denn hier aus? Hier durch, dann kann ich das hier oben kappen. Irgendwo, yep. Da habe ich noch die Kopie für die Schienen. Hier brauchen wir vielleicht an der Mauer Radar. Sehen, was da so abgeht. Den da draußen, den haben die uns zerstört. War letzten Endes nur eine Frage von wann. Ich denke, den Bahnhof können wir grundsätzlich ja auch hier drinnen machen. Dann haben wir einfach. Ja. So, Ölfeld. Pumpe zu wenig. Das Ganze müssen wir natürlich verbinden. So, wenn wir jetzt das da noch eine Pumpe
dann ziehen wir die Leitung hier nach hinten. Dann können wir da eine Mauer drum machen. Da war ich einfach zu wenig schnell. Oben rüber. Da brauchen wir nochmals. Dann brauchen wir Strom, denn wir wollen hier ja noch Lasertürme platzieren. So, ich hole zuerst mal Strom. Hier gleich von den großen Masten weg. Dann zur Türme. Hoch. Strom. Perfekt. Hier. So, Radar hinten. Zweite Reihe, denke ich. Roboport hin. Packen da 50 denen rein. So. Sehr schön. Hier. Machen wir mal einen großen Lagertank. Dass wir die Zuglinie hier hochziehen können. Da ein bisschen an Schienen. Hauptsächlich. Wenn wir mehr Rohöl anliefern, dann sollte unsere Flüssiggasproduktion auch wieder in Schwung kommen und mit dem Flüssiggas dann auch den
Kunststoff, den wir so dringend benötigen für die roten Schaltkreise. Sieht so aus, als hätte ich nicht alle Lasertürme gebraucht. Da mal 50 wieder zurück. Wir brauchen dann wahrscheinlich auch einen zweiten Zug. Wir sicherstellen können, dass an jedem, überall, wo wir Rohöl laden, dass da auch ein Zug steht. Keine Robis mehr in der Tasche. Hätte mir doch geliefert werden sollen. Das war zumindest mal der Plan. Deaktiviert, weil ich gestorben bin. Vor einer halben Ewigkeit. So kommt es mir vor. Und dann plötzlich sind alle Robis beschäftigt. Aber das meiste sollte ja sowieso irgendwo von aus dieser Ecke herkommen. Also sie haben kurze Wege. Habe wieder ein paar Robis. Damit sollten wir in der Lage sein, oben das Gleiswerk fertigzustellen. Und da fliegen sie auch schon. Dann einfach mal das hier.
Das müsste hier rangehen. Tick. Das wiederum bedeutet, das geht hier an. Dann brauchen wir hier so ein Signal. Hier auch, weil vielleicht irgendwann unsere Zuglinie da nach oben weitergeht. So. Nun sollten wir hier auch Öl bekommen. Ziehen wir doch mal Waggons. Können hier das Kohle reinladen und dann das war Ölfeld, Ölbahnhof, volles Frachtinventar, leeres Frachtinventar und schon fast voll. Das sollte definitiv helfen, dass wir mehr Öl rausbekommen. Mehr Öl heißt mehr Flüssiggas, mehr Flüssiggas heißt mehr Stoff. Ich mal bei den Modulen fehlt es noch, aber das heißt, wir sollten in der Zwischenzeit auch eine Zentrifuge haben. Benutzen können, um ja. Unsere ausgereicherten Brennstäbe wieder aufzubereiten. Das werden wir hier gleich noch machen. Ja, die Aufbereitung. Anforderungskiste. Die rein. Ah, okay. Habe mich schon gewundert, warum dass wir hier auf dem Band keine hellgrünen Uran mehr haben, aber wir haben hier etwas verarbeitet in Brennstäbe, darum sind die weg. Und zum Schluss schauen wir nochmals, hier ist fast voll. Und was brauchen wir als nächstes? Vielleicht eine Atombombe.
Die Forschung wird ein bisschen dauern, aber wenn wir dieses Feld hier hinten noch brauchen, müssen wir hier ein wenig aufräumen. Dann sieht es nachher etwas knapp aus mit weiteren Ölreserven, die wir anzapfen können. Nun, das war's für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Factorio. Also, bis dann und tschüss.